Boys Berlin e.V. gegen die Black Dragons aus Erfurt. Bei mir natürlich beide Trainer. Zum einen zu meiner Rechten Thomas Behlitz. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Sieg und danke, dass ihr da seid. Und zu meiner Linken der Heimtrainer Lenny Soccio. Lenny, auch danke, dass du hier bist. Von beiden natürlich zu diesem Moment gleich mal ein Statement und Einschätzung zu dem jetzigen Spiel. Wir bewegen bei unseren Gästen und den Siegern. Thomas. Ja, ganz kurz. Ich denke, wir haben nicht gut begonnen. Das lässt sich auch unschwer am Ergebnis erkennen, 2-0 hinten zu liegen. Wobei es klar war, dass wir viel Druck bekommen. Wir haben dann so eine Phase ausgesetzt im zweiten Drittel von Preußen, die der Trainer sicherlich noch ein bisschen auswerten wird. Das haben wir brutal ausgenutzt, haben vorne gelegen und dann haben wir aber auch in den folgenden Minuten hätten wir das ein bisschen cleverer spielen können, wobei am Ende geht das für uns in Ordnung. Klar, wir werden jetzt da in diese Pre-Playoffs und alles wird, guckt dahin. Wir sind eigentlich in Erfurt völlig entspannt, was das angeht. Preußen hat heute hier viel Druck gemacht. Wir haben aber wirklich auch gut reagiert nach dem 2-0. Und wir sehen uns am Sonntag wieder. Und ich denke mal, das wird ein genauso interessantes Spiel. Danke. Vielen Dank für diese Worte. Und jetzt Lenny, Einschätzung deinerseits. Ja, erstmal danke, Glückwunsch raus. Ich glaube, ich muss nicht viel erzählen. Bei mir und Bruno ist immer nicht, weil wir, man kann verstehen, am Anfang einer Saison, in der Mitte, wo man gegen eine gute Mannschaft, mit Erfurt gehört dahin, weil die spielen gutes Eishockey. Man kann verlieren, ohne Frage, aber man muss nicht unbedingt auf dem Silbertablett das Spiel schenken und innerhalb von einem Dreierlanggang und 1-2-1 innerhalb von ein paar Minuten, wo man drauf achtet habe in der Pause und sagt, pass auf das und gehen wir raus und machen das. Ich glaube, die haben es verstanden, wir sollen das nicht so machen. Und so haben wir dann aufgetreten. Und leider ist auch die paar Spiele, ich muss hier beim Schutz die Mannschaft, die sagen, wir haben geackert, das ist der vierte Spiel in diesen paar Minuten, aber wenn man manche Spiele schaut, auch in Trainingseinheit, wie die auf dem Eis trainieren in die letzte Zeit, dann ist gar keine Frage, wieso wir diese kleinen Fehler machen. Und wie gesagt, an Erfurt, gute Saison. Die haben, glaube ich, das Recht auf den Playoff-Platz da. Und ich denke, wenn die so weiterspielen, haben die eine gute Chance, auch weiterzukommen. Die spielen gut, kompakt, die lassen die Scheibe laufen. Und wenn die Chancen da sind, haben wir gesehen, dann schießen die Tore. Danke. Vielen Dank an dieser Stelle. Thomas, wir haben kurz gesehen auf dem Eis, so zum Schluss hast du meinen Spieler kurz verletzt. Gab es da irgendwas Besonderes? Geht es ihm gut? Alles okay und ich habe ja schon gesagt, war klar, dass das auch körperbetont war. Berlin hat viel Druck gemacht, auch im ersten Drittel und wir waren zum Glück auch auf der Höhe. Das ist manchmal in so einer langen Saison, das hat schon gesagt, Trainingsleistungen sind ganz entscheidend jetzt. Viele haben Verletzungsprobleme, viele haben auch Spieler, die nicht ganz fit sind. Aber das geht allen so und am Ende sind die erfolgreich, die sich da am besten drüber wegsetzen. Und bei uns ist alles im grünen Bereich heute mit David Wiesmann, der Nachwuchsspieler, der ein Tor macht. Die kennt ihr hier, glaube ich, auch aus der Regionalliga. Das stimmt einem auch hoffnungsvoll, wenn die jungen Leute nachrutschen und dann auch bereit sind. Vielen Dank. Lenny, hoffe ich heute im Tor eine solide Leistung. Olaf, ist natürlich die Frage, wie geht's ihm? Haben wir da schon irgendwelche Meldungen von seiner letzten Lage? Kommt er auch mal zurück? Olaf Schmid hat irgendwie das Spiel gegen Braun Lager, hat er eine Gehirnerschütterung gelitten und leider haben wir es nicht bemerkt, er selber nicht. Und jetzt wird er mindestens 2 bis 3 Wochen pausieren müssen. Kann sie kaum auf die Beine stehen, so. Gesundheit geht vor und wir wissen, wenn Olaf bereit und spielen könnte, wird er hier sein. Aber leider verfolgt uns dieser Verletzungsträger die ganze Jahr. Das ist halt so eine Saison, kann man an die. Aber trotzdem haben wir genug Leute immer zum Spielen und kann man auch die Spiele gewinnen mit diesen Spielen. Aber wenn wir die Punkte schenken vor die paar Minuten, dann wird es immer schwieriger. Und wie gesagt, für mich sehr schwierig. Jetzt muss ich die Mannschaft wieder aufbauen. Wir haben noch ein paar Spiele noch. Wir wollen da weg von Rücken, dass wir nicht irgendwas damit zu tun haben. Meistens sind wir so weit, aber diese kleinen Fehler, die töten uns leider wie heute nochmal. Alles klar. Gibt es noch Fragen aus der Runde? Anmerkungen, Anregungen, konstruktiver Art und Weise?
Nein, an dieser Stelle dann noch schnell die Statistik. 4 Tore auf Seiten ECC, das haben wir gesehen, und der 6 bei den Erfurtern. 39 Torschüsse von den Preußen, 42 von Erfurt, 2 Strafminuten beim ECC und bei den Black Dragons 6. Und wir sagen danke 383 zusätzlichen Zuschauern und davon sagen wir auch danke 100 Erfurt-Fans hier in Berlin. Danke, dass ihr da wart. Wir sagen an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, Sturz. Lenny, vielen Dank. Ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg an Erfurt und euch auch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder dann hier in, ich glaube, Rick Schauer. Machen wir fast noch jetzt. Das war's. Dankeschön.